Servus, der Marc vom Digital Leaders hier. Bei mir ist mal wieder der Patrick. Hallo. Und sein Kumpel, der Lukas, den ich da mal kurz zeige. Hallo. Gerade drei Piercings überlebt. Und Patrick geht mit zwei hinterher. Shirt heute. Ja. Auch wieder lustig, wie immer. Warte. Wer nicht mit mir auskommt, muss eben noch ein bisschen an sich arbeiten. Ja. Wo kriegst du die Dinger eigentlich immer her? Amazon. Das ist wirklich, da guckst du lustige T-Shirts, oder was? Na, das wird man schon vorgeschlagen. So nein, die kennen die schon. Alles klar. Alles klar. Das ist ein Monatsabo, ja, gut. So, mein Lieber, das sieht mir entspannt aus. Kannst du eigentlich mit mir diese Trainingsvideos machen, weil bei mir sind ja nie Haare im Weg. Ja, genau. Wäre auch nicht schlecht, ne? Ja, wenn ich diese Piercing-Kurse machen werde, dann wird es auch so eine Ausschreibung geben für Models, weil ich ja dann auch Leute brauche, die wirklich mal ertragen, dass ich halt mal 5 Minuten irgendwas erlebe. Aber, was ich jetzt auch mache, aber natürlich stehe ich dann auch vielleicht noch langsamer, also nicht in der Geschwindigkeit, aber erklären im Stechen, dass da hat man die Nadel drin, das erkläre ich, dass da brauchen Leute, die auch bereit sind, dafür das zu machen. Das heißt, das wirst du... Das so, Bewerbung ist draußen, perfekt. Ja, die Werbung ist draußen, wird irgendwann die Kurse geben, ja. Das ist... Wenn man die Zeit für alles hätte, die man gerne hätte, ist das ein Problem, ja. Man muss halt immer irgendwo sparen. Das kann nicht alles machen. Kommen wir da zuerst, oder? So viel ja. Aber dann haben wir drüber geredet, über die Double Eyebrows, dass wir das 2 und 1 machen. Wann haben wir das? Anfang des Jahres, oder? Ja, also. Ja, wo ich beim Nachdehnen war, was leider nicht funktioniert hat mehr. Und dann 2 Deep Diver. Aber war das nicht letztes Jahr? Also es ist schon auf jeden Fall länger her. Ich meinte, ich komme im Frühjahr dann dafür, aber... Okay, dann war's. Jetzt haben wir Herbst. Knapp. Aber es war mit dem neuen Job dann mal so ein bisschen... Ja, ist es da so... Ist es erlaubt oder ist es gesehen oder... Ja, ist das ist... Aber nicht kommuniziert, also, das nicht da. Gibt ja auch wieder einen Job. Also ich glaube, der Chef vom Chef vom Chef mag das nicht so, aber das ist mir dann... Schon zu weit oben. Wenn's über, ja, also ich muss sagen, mittlerweile ist es nicht so, dass du, also mittlerweile kannst du die Arbeitnehmer nicht mehr aussuchen nach Piercings oder Tattoos, weil du musst froh sein, dass du einfach Leute findest, die einen guten Job machen. Das ist wirklich ein viel mehr Problem, auch in der Gastro. Du hast so viel tätowiert, wie jetzt gab es noch nie eine Kiste. Früher haben die Gastronomen gesagt, das muss raus. Die halten hübsch von die Schnauze, weil die brauchen Leute. Das ist wirklich schön, ne? Das ist ja, und es ist auch ein Witz überall. Weil wenn das privat tragen und die Gäste tragen, sind auch, warum das der Mitarbeiter nicht tragen. Das Klischee ist halt einfach immer noch so. Finde ich gut. Ich brauch's nicht größer am Anfang. Ja, wird sich hier wieder aus. Wenn es dir nicht gefällt mit dem Ring, weil der Ring ist ja, aber den haben wir extra schon reingemacht, weil der kleiner ist. Du könntest ja zunutze auch die Banane wieder reinmachen. Ja. Also ich kann mir den Ring jetzt nicht, den Stecker nicht kleiner machen. Ja. Und den Ring größer zu kaufen für ein paar Euro bin ich Blödsinn. Also ich will den so lassen. Ja. Ich warte jetzt mal, bis es aushält. Ja, so sind schon Freundschaften wegen weniger zu Ende gegangen, Patrick, ja? Aber weißt du, ich habe einen Bekannten, der ist Arzt. Ich habe beim Ellenbogen ein bisschen Probleme vom Arbeiten verhindert. Und dann hat er mal Cortison in die Referin gespritzt. Und hatte ich 4 Stunden eine taube Hand und konnte kaum ein Weinglas halten. Und was glaubst du, die mich verarscht haben? Was glaubst du, die mich verarscht haben? Ah, ja, das ist natürlich. Wer den Schaden hat, der braucht den Mund nicht zu sagen. Das ist halt so. Ja, ja, das ist es. So, ich wollte ihm nur zeigen, dass es auch ohne geht. Außerdem gibt es ja so einen berühmten YouTuber, der so einen netten Spruch mal gesagt hat. Was ist dir das denn so? Ja. Wobei, Entschuldigung, ehemalig. Ja. Jeder hat mehr Follower als er. So. Na, perfekt. Und ungerade ist auch, so wie man es gesagt hat. Also sonst finde ich es, wenn man muss asymmetrisch unbedingt. Taugt's dir? Ja. Also ich muss sagen, ich finde es cool. Ich mag bei Augenbrauen das asymmetrisch echt gern.
tat mir echt gut. Jetzt da drüben stört es mich ein bisschen, weil der Ring ein bisschen proportional zu klein ist für die Banane. Aber klar, wir haben jetzt frisch gestochen, also wir leben damit die ersten 6 Wochen lang. Ja. Passt, Monsieur. Okay, danke dir, Patrick. Dann für alle, die es zuschauen, das erste Mal, ja, weiß eh alles, aber ich erkläre mal für die Newcomer im Video immer mal kurz den Ablauf. Also zuerst Hände waschen und desinfizieren. Bitte trocknen den Spray nehmen, bitte die Augenbrauen einsprühen, man kann die Augen zumachen dazu. Generell, wenn das Auge läuft, ist nicht giftig. Also brennt auch nicht, ist nicht schädlich. Dann nimmt man eine Küchenrolle und reinigt sich das bitte ab. Beidseitig mit dem ganz normalen Kissing mit dem alten zusammen. Dann kommt das Gel drauf, Tropfen einschmieren und den Stab sanft hin und her bewegen, damit es Gel stehen kann. 3 Wochen zusammen, 3 Wochen einmal am Tag, 6 Wochen. Hast du jemals eine Entzündung gehabt von Augenbrauen? Von Haaren? Ja. Kommt mir schon immer wieder mal vor, vielleicht kommt es jetzt mal. Aber es kann sein, dass ein Haar einwächst, ein bisschen eintrichtern wird. Wichtig ist dann, dass man das einfach so rausaltern lässt. Meistens, wenn man dann mit der Pinzette wieder sucht, zieht man dieses eingewachsene Haar. Das läuft dann meistens mitten in dem Alter vom Punkt und auf dunkel raus. Das zupft man dann wieder. Und wenn man das einmal gemacht hat, kommt beim zweiten Mal kein neues, weil der Körper sich das eigentlich sehr gut merkt. Also nur als Hinweis, falls es mal kommt, dass man da einfach über umgeht. Ansonsten, jo, dürft ihr eigentlich alles normal, Sauna, Dampf, zu lange macht ich am Wochenende, ich für dich bitte auch, ja. Duschen, Sport, Haare waschen, ab morgen und Basic, dann kann man so weit. Ja. Sport wird risikoreich sein, ja, glaube ich auch. Ja, also, nächstes Jahr vielleicht. Du, nicht übertreiben, nicht übertreiben, ja. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen, das war der Patrick. Tschüss, Papa.